Als die Feuerwehrleute kurz nach dem Alarm in der Nacht am Brandort eintrafen, schlugen bereits meterhohe Flammen in den Nachthimmel empor. Ein Carport und zwei dort abgestellte Fahrzeuge brannten lichterloh. Unter Atemschutz rückten die Feuerwehrleute gegen die hohen Flammen vor und verhinderten mit ihrem massiven Löscheinsatz, dass der Brand auch auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen hat. Beide Fahrzeuge jedoch brannten völlig aus. Um auch noch an die letzten Glutnester heranzukommen, zogen die Feuerwehrleute die ausgebrannten Fahrzeugwracks mit einer Seilwinde aus dem Carport heraus. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren zunächst nicht bekannt. Noch am Brandort nahm die Polizei erste Ermittlungen an.